Augen der italienischen Justiz gegenüber. Wo soll das hinführen? Wie weit wird uns gehen? Selbst ein Baum ohne Wurzeln kann nicht bestehen. Wann hört ihr auf, eure Heimat zu hassen? Wenn ihr euch hier schämt, dann könnt ihr sie doch verlassen. Du kannst dich nicht drücken, auf dein Land zu schauen. Denn deine Kinder werden später noch bauen. Sprache, Brauchtum und Glaube sind Werte der Heimat. Ohne siegen wir unter. Stirbt unser kleines Volk. Nachdem Freiwild auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt wurden, interessierten sich die Medien mehr und mehr für das Privatleben und die Vergangenheit der vier Musiker. Dabei wurde bekannt, dass Philipp Burger in der Zeit vor Freiwild ein rechtsgerichteter Jugendlicher war. Eine Haltung, die er bereits vor 10 Jahren abgelegt hat und die er heute aufs Schärfste verurteilt. Die Vergangenheit von Philipp war so, ich habe ihn schon lange gekannt, als er noch Skinhead war. Und als wir dann die Band gegründet haben, hat er schon den ganzen Müll, den ganzen Scheiß hinter sich gelassen. Deshalb war es für uns eigentlich auch klar, wir haben dann nochmal mit Philipp klarweise geredet und haben uns das anständig ausgemacht und gesagt, Freiwild hat nie was mit dem zu tun und soll es nie haben, und es ist bis heute auch so geblieben. Also wir sind immer sauber geblieben, wir haben uns nie was zukommen lassen in der Richtung, und ich glaube, das wird auch keiner wollen in der Band. Bereits mehrfach hat sich Philipp in seinen Texten deutlich gegen jegliche Art von Extremismus ausgesprochen. Im Song Schwarz-Weiß besingt er das Thema Toleranz und wirbt für die Vielseitigkeit der Welt. Diktatur, Demokratie, Kommunismus und Anarchie. Schwarz oder weiß, hell oder dunkel, es ist die Vielseitigkeit, die diese Welt ausmacht. Trotz dieser klaren Statements holt ihn seine Vergangenheit immer wieder ein. Ja, meine Vergangenheit, die ist sehr, sehr komisch, würde ich sagen. Und trotzdem auch nicht. Ich meine, ich war Teil einer Jugendgruppe, sagen wir es mal so, also einer Gruppe aus Kumpels, die letzten Endes mit 12, 13, 14 Jahren irgendwie auch noch hin und her gerissen waren in der Pubertät und so weiter. Und bei mir war es halt so, dass mir damals die ganze Skinhead-Bewegung sehr gut gefallen hat und auch das, wie soll ich sagen, das ein bisschen dagegen sein, gegen alles. Allen Kritikern, die nicht akzeptieren wollten, dass sich Menschen ändern können, widmeten Freiwild 2006 den Song Das Land der Vollidioten, in dem sie sich zum wiederholten Male von jeglichen rechten Vorwürfen distanzierten. Der Vollidioten, die denken, Heimatliebe ist kein Staatsverrat. Wir sind keine Neonazis und keine Anarchisten. Wir sind einfach gleich wie ihr. Von hier. Bis ich dann letzten Endes auch kapiert habe, dass es absolut scheiße ist. Also, dass meine Einstellung scheiße ist, die ich damals hatte, habe mich auch letzten Endes dann auch, normalisiert. Das ist ein bisschen das falsche Wort. Ich bin dann letzten Endes auch unpolitisch geworden, habe dann auch die ersten Konzerte in Deutschland von Oi-Bands und so weiter besucht. Der Spalt zwischen der Rechten und der unpolitischen Szene hat dann auch, wie gesagt, im großen Maße stattgefunden, und bei mir war der Abgang sehr, sehr laut, sage ich mal. Das ist leider immer alles, was mit mir verbunden ist, das geht irgendwie dann immer, wenn dann, mit Vollgas an die Wand. Und so habe ich eigentlich meinen Abgang auch mit Vollgas bewältigt. Wir tanzen keinen Adolf Hitler, tanzen keinen Mussolini. Wir will keinen Berlusconi und schon gar nicht diesen Fini. Keinen Marx und Engels, aber schon trotzdem wird geschissen. Also redet jemand anders ins Gewissen. Die ganzen Kumpels, die dann auch gegangen sind, die aber schon vom Kindergarten an zu meinem Kollegenkreis gehören, immer noch in meinem Kollegenkreis, wir treffen uns immer noch, und wie gesagt, ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Und die Leute, mit denen ich da nicht unbedingt ganz fair umgegangen bin in meiner Jugend, bei denen habe ich mich entschuldigt. Ich kann mit denen heute auch gut, und von dem her scheiß auf die Vergangenheit. Und letzten Endes soll mir mal einer zeigen,
ein einziger Mensch auf dieser Welt zeigen, dass er nicht selber auch mal Scheiße gebaut hat. So, und das ist meine Vergangenheit. Und wenn die Leute in Deutschland das ewig einen nachtragen wollen und müssen, dann soll sie es machen. Mittlerweile hat man so einen Hals, ehrlich gesagt. Und man ist wirklich, hat die Schnauze voll von den Fragen. Und damals, das hört wahrscheinlich niemals auf. Aber ich wäre halt schon froh, wenn das irgendwann mal die Leute einsehen würden, dass man auch im Leben Fehler gemacht hat. Es muss wohl noch einige Zeit vergehen, bis auch die letzten Kritiker akzeptieren, dass Freiwild eine durch und durch extremismusfeindliche Band ist, die sich in ihren Texten immer wieder für ein gemeinsames Miteinander ausspricht. Immer gesagt, dass ihr das Land hier furchtbar lieben, weil es erfüllt ist, wie wir euch damit provozieren. Währenddessen wächst die Fanschar der Südtiroler unaufhaltsam weiter. Mittlerweile sind sie nach Rockbands wie Rammstein oder In Extremo der größte deutschsprachige Newcomer der letzten Jahre. Dass sie diesen Erfolg gerade außerhalb ihrer Heimat feiern, ist zwar paradox, aber doch erklärbar, wenn man die Entwicklung der Musikbranche in den letzten Jahren verfolgt hat. Ja, in Deutschland ist klar, seit ein paar Jahren, dass die deutschsprachige Musik sehr entkommen ist und die Onkels haben es irgendwie vorgemacht. Zudem kommt noch dazu, dass sich einige Bands, große deutsche Bands verabschiedet haben oder auch verabschieden und wir vielleicht irgendwie ein Ersatz sind für die Fans, die halt keine Band mehr haben, und wir heißen jeden Fan herzlich willkommen bei uns, sind alle eingeladen mitzumachen, mit uns zu ziehen. Zwei Freunde! Diesem Aufruf folgten in den letzten Jahren Tausende von Menschen. Ausverkaufte Hallen und Stadionatmosphäre bei den Konzerten sprechen eine eindeutige Sprache. Wir haben sehr viele Fans, die wir schon seit ewigen Jahren kennen. Unsere Fans sind einfach Wahnsinn. Sie haben die Band wachsen gesehen und und irgendwann kommen neue Fans dazu, immer neue. Und im Endeffekt ist es einfach so, im deutschsprachigen Bereich, Deutschrock-Bereich, wenn man da Fan ist, ist man gleichzeitig Mitglied einer Familie. Und ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt, der den Leuten gefällt. Sie sind einfach ein Teil von der Band und ein Teil von der ganzen Gemeinschaft. Dankeschön! Wahnsinn, was die Fans für uns machen, ist Wahnsinn. Die fahren überall mit und sind überall dabei und geben alles. Ist es dein erstes Freiwild-Konzert, euer erstes Freiwild-Konzert? Nein, ich nicht. Wie viele können das noch zählen? 10 bestimmt. Ja, 10, 11. Freiwild kommen für mich jetzt sehr sympathisch rüber, auf der Bühne, auch hinter der Bühne. Und diese Fans wollen einfach dazugehören. Zu dieser sympathischen Clique, sage ich mal. Und sie sind auch sehr, sehr fanatisch, was ich auch gut finde irgendwo. Sieht man bei ganz, ganz wenigen Bands. Die Musik ist ehrlich, das ist immer das Allerwichtigste. Und ich finde, sie ist ehrlich, sie ist authentisch. Sie haben einen super Frontmann, den Philipp. Und auch, was ich in den letzten Jahren so irgendwie dann dazu gesammelt hat, dazu, zu diesem großen Kreis, der jetzt ja wirklich groß geworden ist, der jetzt plötzlich halt dabei ist. Mit dem hat man eigentlich, sage ich jetzt mal, immer noch probiert, die maximale Zeit irgendwie auch dazu sich zu gönnen, mit den Leuten zu reden, weil uns auch die Meinung der Konzertbesucher, auch die Geschichten der Konzertbesucher interessieren und auch wichtig ist eben die Meinung. Was gefällt euch an Freiwild am besten als Band? Die Texte. Die Ehrlichkeit der Musik. Die sprechen uns aus der Seele. Wir sind natürlich alle sehr stolz auf unsere Fangemeinde, die auch immer mit großem Einsatz dabei sind. Der Deutschrock ist halt nun mal so, dass das Wort Freundschaft und Kollegialität und so weiter halt einen großen Teil ausmacht.